Das heißt, so wie wir es uns vorgestellt haben, sind wir etwa in der Zeit geblieben. Wir werden jetzt noch ein paar kleine Nacharbeiten machen, das Becken ganz auffüllen. Und wenn Sie dann heute Nachmittag vielleicht noch mal hier reinschauen oder heute Mittag, solange Sie da schauen, wie das Aquarium sich dann anschauen lässt, wie es sich dann entwickeln wird. So ein Aquarium in der Einrichtung ist auf Dauer eine relativ pflegearme Sache. Was man machen muss, ist regelmäßig Wasser wechseln, sollte man erneuern, um Nährstoffe im Überschuss und Nährstoffe im Mangel, Nährstoffe im Überschuss zu entfernen und Nährstoffe im Mangel wieder zuzuführen. Und dann letztendlich braucht man eigentlich in der Pflege ganz wenig Produkte, einen Wasseraufbereiter für einen Wasserwechsel und vor allem, man wird trotz des Bodengrunddüngers die Wassersäule, also die freie Wasserfläche, das freie Wasservolumen mit einem guten aquarientauglichen Dünger wie das Ferrochrom von der PL versorgen müssen. Sonst geht das auf Dauer nicht gut und so ein Aquarium ist dann in einem Dreivierteljahr, was möchte keiner haben, von Algen überzogen und bereitet dann nur Probleme. So, damit bedanke ich mich für Ihr Interesse und darf Sie vielleicht heute Nachmittag einladen, 15 Uhr zur zweiten Einrichtung. Da machen wir was ganz anderes, da gar kein Bild im Aquarium in Richtung Pflanzen, sondern ein Biotop-Aquarium aus einem ostafrikanischen Grabensee. Vielen Dank. Und das mal tun? Ja, hier ist er. Ganz herzlichen Dank, Ralf Rombach, Ihr Dr. Ralf Rombach, Forschungsleiter bei der Firma JPL. Er hat gezaubert, wirklich gut in der Zeit. Er hat jetzt noch 2 Minuten zum Aufräumen hier mit seinen freundlichen Helfern. Hat er wirklich super gemacht. Ihr dürft gerne nochmal klatschen für ihn. Und was ich halt ganz toll finde, dass er jeden Tag hier jeweils 2-mal was Neues macht. Ja? Also ihr könnt gerne am Mittag wiederkommen, ihr könnt gerne morgen nochmal 2-mal kommen, am Sonntag auch nochmal 2-mal. Ja? So machen wir das und wenn ich das richtig sehe, steht der nächste Gast auch schon bereit. Dann versuchen wir vielleicht mal gleich, habt ihr schon abgesprochen, Headset, Handmikro oder Pult, wie ihr das macht.